Und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. Wie versprochen machen wir heute mit der Geschichte von Yuna weiter. Die Yuna-Geschichte 1 von 4, die schauen wir uns doch mal an, was wir da machen müssen. Und ja, ein bisschen was haben wir hier noch offen. Also ein paar, auf jeden Fall hier unten auch noch ein paar Geschichten. Hier wäre noch ein bisschen was Questmäßiges, eine Nebenquest. Und die anderen Quests, die wir hier haben, ja, die sind schon im neuen Gebiet oben. Also hier oben... Da ist noch was zu erledigen. Das schauen wir uns aber später an. Ich will, so weit wie es geht oder möglich ist, Gebiet für Gebiet abschließen. Das haben wir hier unten auch schon gemacht. Hier haben wir eigentlich soweit alles erledigt. Also hier zumindest jetzt nichts auf Anhieb. Genau. Und wenn es euch gefällt, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Gut, jetzt aber genug gesammelt. Weiter geht's. 280 Meter. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Haufen Materialien sammeln, damit wir unser Schwert auf die letzte Stufe hieven können. Ungefähr noch, ja, 500 Vorräte. Und ja, das dauert noch ein bisschen. Und mal schauen, ob wir hier in dem Spiel Platin schaffen. Aber würde machbar sein, glaube ich. Ich hoffe mal nicht, dass wir alle Artefakte brauchen. Ich glaube, die werden schon schwer zu finden sein. So, das ist eine Blume. Die nehmen wir natürlich auch mit. Die Richtung. Was ist hier? Jin. Yuna. Ich hätte hier nicht mit dir gerechnet. Ich würde gehen, wenn ich könnte. Wer hat das getan? Ein mongolischer Kriegsherr, Altan. Ich hörte schon Geschichten aus Utsuna. Er terrorisiert seine Umwelt, raubt Essen, Medikamente, löscht Familien aus. Und wenn sich jemand wehrt oder weglaufen will, wird er erlegt. Wie ein Tier. Einer alten Freundin gehört das Gasthaus da unten. Ich kann sie nicht hier lassen. Wir finden sie und werden den Kriegsherrn töten. Die Geschichte von Yuna. Das Gasthaus ist hier. Wer ist deine Freundin? Sie heißt Ichi. Ich kenne sie seit meiner Kindheit. Sie lehrte mich, wie ich überleben kann. Hast du sie seit der Invasion gesehen? Nein, schon seit Jahren nicht mehr. Okay, dann schauen wir mal, wo sie uns hinführt, die gute Yuna. Beobachten wir das Gasthaus. Von hier drüben haben wir gute Sicht. Auf jeden Fall Mongolen. Dieser Mann könnte uns sagen, was uns drinnen erwartet. Sprechen wir mit ihm, bevor sie zurückkommen. Ein Samurai? Was wollt ihr? Wir wollen helfen. Ihr solltet nicht hier sein, wenn die mich sehen. Wir suchen Ichi. Ihr gehört doch das Gasthaus. Habt ihr sie gesehen? Wachen, Hilfe! Nice, den Penner. Verräter. Es gibt Ärger! Bereit. Die sehen alle gleich aus, hier die Häuser. Mir schon ein paar Mal aufgefallen. Mal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Yuna. Yuna?
Okay. Ichi, du lebst. Warum seid ihr hier? Wir wollten dich retten. Du hast mich getötet, Yuna. Ich machte die Invasoren betrunken und lenkte sie ab. Liebst Doch du wenn man Altan berichtet, was ihr getan habt... Du hast mit den Mongolen gearbeitet, um zu überleben. Du hättest kämpfen sollen. Und du hättest fliehen sollen, wie du es immer tust. Sei so bes. Sie riskierte ihr Leben, um euch zu retten. Tut euch einen Gefallen, Herr. Haltet euch von ihr fern. Ichi, wir beschützen euch vor Altan. Sagt mir nur, wo ich ihn finde. Niemand weiß, wo er ist. Auch seine Männer nicht. Aber wenn ihr seine Aufmerksamkeit wollt... Sagt's mir. ...findet seine wertvollsten Verbündeten, die japanischen Sklavenmeister. Statuiert ein Exempel an ihnen. Dann findet Altan euch. Wer sind die Sklavenhändler? Fragt Yuna. Sie wird sich erinnern. Ich weiß nicht, was zwischen euch vorgefallen ist. Aber sie will nur helfen. Yuna hatte ihre Chance. Wir schauen uns aber jetzt nochmal kurz im Haus um. Okay. Was hat sie gesagt? Nicht genug. Wenn wir Altan aus dem Versteck locken wollen, müssen wir ihn provozieren. Der Geist schafft das. Wo fangen wir an? Bei Altans engsten Verbündeten. Japanische Sklavenhändler. Die Mamushi-Brüder. Ichi sagte, du kennst sie. Das dachte ich mir. Die drei Mamushi-Brüder haben einen Hof beim Fluss. Triff mich dort, wenn du bereit bist. Wir tun das gemeinsam. Das werde ich. Danke, Jin. Die Geschichte von Yuna abgeschlossen. Dann wird es jetzt weitergehen mit der nächsten gleich. Ich wollte bloß schnell mal schauen. Und zwar Ausrüstung. Das schaut auch nicht schlecht aus. Könnten die Rüstung sogar komplett aufstufen. Wow, wow, wow. Das kostet so viel Geld, das ist. Also Geld, Mats. Okay, wo ist sie? Wo ist Yuna? Ah, hier ist er. Leiser Tod. Unter 30 Meter noch. Hab schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, die Gute. Da bist du ja.
Sieht wie eine Festung aus. Die Mamushi-Brüder möchten nicht, dass jemand sieht, was hinter diesen Mauern passiert. Sie führen ein Sklavenlager. Du warst dort drin. Außer Taka und mir ist noch nie jemand entkommen. Wann warst du hier gefangen? Vor einer Ewigkeit. Taka und ich waren noch Kinder. Kannst du dich noch daran erinnern? An jede Sekunde. Kichisos Schläge. Mansos stinkender Atem. Und Tatsuis schmierige kleine Hände. Wir töten die Brüder und schicken ihrem Anführer eine Botschaft, damit Altan reagieren muss. Okay, ich glaube, das wird aber nicht so einfach werden. Die auch nur an Flucht denken. Die Mamushi-Brüder waren schon immer grausam, aber nie auf solche Weise. Altan bringt das Beste im Menschen hervor. Ja, ich weiß schon, die muss Matsabi, Bitch. Jean, ich kann das nicht. Aber ich kann da nicht wieder rein. Das musst du auch nicht. Bleib hier. Ich überbringe deine Rache. Ich mach das. Lass sie leiden, Jin. Für Taka. Für jede unserer Narben. Für jeden Kopf eines Arbeiters, der einfach nur um mehr Wasser bat. Lass sie für mich leiden. Ich vergelte ihre Grausamkeit und töte sie. Das wird nicht reichen. Nicht nachdem Altan sie hierzu brachte. Ich töte sie im Schlaf, ohne dass man mich sieht. Altan soll wissen, dass niemand dem Geist entkommen kann. Die Mongolen werden eine Woche nicht schlafen. Tu es. Jin, wenn wir hier scheitern, lass dich nicht lebend fangen. Lass dich nicht erwischen. Ich habe gedacht, ich kann die jetzt schön, kann da richtig laut reingehen und da jeden abmurksen. Geht gleich los, Alter. Ich muss nur ganz, ganz fix meine Akkus wechseln und dann geht's weiter. Also von der Dampfe. Okay, Leute, dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen, auf jeden Fall. Lass die Wachen am Leben, lass dich nicht erwischen. Okay. Ich weiß eben nicht, wo die sind. Das ist das Problem. Gott, wenn ich wüsste, wo die sind.
mit den Mongolen könnten wir die Hauptstraßen übernehmen. Die Handelsrouten beherrschen. Euer Kopf für eure Grausamkeit. Nimm eine Trophäe mit. Noch zwei Brüder. Okay, hier ist ein Haus. Ich muss erstmal schauen, wie die ganzen Häuser sind. Da unten ist ein Haus. Ich denke mal, dass es hier oben nicht weitergeht. Okay, also. Wenn wir da unten durchkommen, müsste es eigentlich funktionieren, durch die kleinen Löcher in dem Haus. Ich habe keinen. Ah, okay, da oben. Kann sich bitte mal umdrehen. Ihr verdient Schlimmeres. Jetzt euren Kopf. Okay. Prinzip kapiert. Ein Bruder übrig. Tut mir nichts. Nein, ich tue dir nichts. Ich sag es niemandem. Ihr seid hier sicher, bis eure Peiniger tot sind. Müssen wir jetzt bloß schauen, wie wir sie am geschicktesten machen. Wie weit die gehen, müssen wir auf jeden Fall schauen. Thank you.
Das letzte Haus, würde mich halt interessieren, wo das ist. Sind ne Gumbel. Gut, bis bald. Okay, das ist scheiße. Da muss ich anders machen. Weiß ich eben nicht, wo das Haus ist. Ist das das Problem? Und ob ich hier rumgehen kann, weiß ich auch nicht. Komme ich doch niemals lang. Ist er? Ich nehme euren Kopf. Okay. Das ist für die Insekten. Jetzt haben wir da ein bisschen falsch übersetzt. Das ist eigentlich die schlafende Brüder. Das war der letzte. Jetzt wieder ungesehen zurück zu Yuna. Scheiße, ich hab keine Windglocke mehr.
St. Wing! Halt! Nein! Hast du es geschafft? Oh. Wir nehmen keine Sklaven mehr. Haben sie gelitten? Nicht so sehr, wie sie es verdient haben. Aber ganz Ozuna wird von ihrem Schicksal wissen. All die Gräueltaten, die sie begangen haben. Jahrelang. Ich wusste es. Aber ich tat nichts dagegen. Du kannst jetzt etwas tun. Schicken wir Altan eine Nachricht. Verfasst in Blut, bedeckt mit Pflegen. Okay. Locken wir die Mongolen raus und schicken unsere Botschaft. Ich will zusehen. Wir verstecken uns im hohen Gras. Schauen wir mal. Ich werde sie rauslocken. Sieh sie dir an. Laufen weg wie feige Hunde. Davon wird Altan erfahren. Aber das reicht nicht. Alle Sklaven auf diesem Hof kamen von einem Mann, dem Schwarzen Wolf. Dann jagen wir ihn und begraben den nächsten von Altans Freunden. Ich suche den Schwarzen Wolf an der Küste, bei seinen alten Jagdgründen. Such mich dort auf. Okay, dann machen wir da gleich weiter. Coole Mission eigentlich. Aber ich hätte gedacht, dass die irgendwo schlafen oder so, weil ich sehe ja die Schlafenden. Sollen wir erledigen? Talisman der Verborgenheit. Schauen wir uns den mal an. Gegner geben 40% schnell auf, mit auf dich Jagd zu machen. Okay. Okay, sie ist hier unten. Gehen wir doch gleich mal hin. Eigentlich cool gemachte Geschichten, das gefällt mir echt gut. Hat der hier wieder? Laufen wir mal hinterher. Was eh schon auf dem Weg liegt. Heiße Quelle, sehr schön. Bürde eines Kriegers. Wäre Samurai zu sein, doch nur so einfach wie in warmes Wasser zu gleiten. Dichter Wald hier. Schickt euren besten Krieger!
geht manchmal schnell. So, hier irgendwo sollte sie eigentlich rumrennen. Okay, da vorne ist er. Jin. Ja. Was ist das? Eine Puppe. Eine Puppe. Voller Blut. Der schwarze Wolf versklavt Kinder. Ja. Und verkauft sie dann an die Mamushi-Brüder. Die Mamushi-Brüder. Wo ist er? Sein Lager liegt an diesem Weg. Doch es wimmelt vor Mongolenwachen. Dann sterben sie mit ihm. Ich muss den schwarzen Wolf töten. Ich hatte die Chance. Vor langer Zeit. Doch ich konnte nicht. Ich kann dir helfen. Wir greifen frontal an. So weiß er, dass wir kommen. Er soll sich hilflos fühlen. Wie gelähmt. Das wird er. Und wenn wir fertig sind, fühlt auch Altern sich so. Der schwarze Wolf. Hier lang. Wenn er uns sieht, warnt er den Rest. Überlass das mir. Das Lager des schwarzen Wolfs ist hinter den Bäumen an der Küste. Dann los. Yoshinaka-Bucht. Du kennst diesen Ort gut? Taka und ich kamen aus Yarikawa hierher. Ich dachte, hier finden wir Zuflucht. Ich lag falsch. Gehe zum Mongolenlager. Wir töten die Mongolenwachen. Isolieren den schwarzen Wolf. Er darf nicht entkommen. Schwarzen Wolf nicht. Der Feigling ist bestimmt geflohen. Er darf nicht entkommen. Ist er auf dem Boot da hinten vielleicht? Das Mongolenschiff dort. Da könnte er sein. Wo ist er? Mongolenschreie werden ihn anlocken. Ah!
Okay. Was immer ich auch getan haben soll, Altan zwang mich. Ihr versklavt Kinder. Nein, ich... Und das schon seit 20 Jahren. Ihr nahmt mich und Taka gefangen. Verkauftet uns den Mamushi-Sklavenhof. Taka, er war mein Liebling. Ja, genau. Soweit ich mich erinnere, brachtet ihr ihn zu mir. Ich wusste es nicht. Yuna, er gehört dir. Geht es dir gut? Verlassen wir dieses Boot. Gut, wieder eine Mission. Altan wird es sehen und wissen, dass wir kommen. Er wird handeln müssen. Jim. Was der schwarze Wolf sagte, war die Wahrheit. Was heißt das? Ich traf ihn damals in Otsuna. Er bot mir Essen und eine Unterkunft. Ich fragte, ob Taka auch kommen könne. Er machte uns betrunken. Und dann? Taka weiß es nicht mehr. Aber ich... Ich war erstarrt. Ich hätte ihn töten können. Taka retten. Doch ich hatte zu viel Angst. Nicht deine Schuld. Dank dir wird er keinem Kind mehr wehtun. Ich brauche etwas Zeit. Ich gehe ins Gasthaus. Wir sehen uns dort. Sehr schön. Talisman der Schatten. 2 Milliarden Talismänner schon. Dann werden wir hier noch ein bisschen plündern. Seid ihr jetzt schon wieder? Soll hier hoch. Na, geh halt hoch, ha. Ah, okay. Hammer, Strohhut. Gut, Leute, wie es jetzt aber hier dann mit der Yuna weitergeht, in der Geschichte, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Ist sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. Genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.